Vor einiger Zeit hatte ich euch ja ein Video gebracht, wie man Intervallserien komfortabel und günstig zu Hause trainieren kann. Heute möchte ich das ein ganz klein wenig weiterspinnen und ihr seht, ich habe meine Basecap auf, ich habe meine Schießbrille auf und das heißt, heute zeige ich euch, wie ich jetzt in den letzten Tagen als vorbereitende Maßnahme auf die Landesmeisterschaften dynamische Kurzwaffe im BDMP mich vorbereite. Es ist für mich relativ neu, weil ich ja eigentlich erst seit diesem Jahr die Glock 17 von Umarex, Kaliber 6mm BB habe. Und das bedeutet, ich versuche mich dort auch ein wenig ranzutasten. Wie ich ja bereits in dem Video erwähnt habe, hat man mit diesen Airsoft-Waffen wunderbar die Möglichkeit, das sogenannte Muskelgedächtnis zu trainieren. Muskelgedächtnis bedeutet, ich konditioniere meinen Körper und meine Bewegungsabläufe darauf, bestimmte Abläufe und Bewegungen wiederholt abzurufen. Wenn es um das Thema Intervallserien geht, gerade bei uns im BDMP, wo wir das auch auf unterschiedliche Distanzen schießen und unterschiedliche Schussfrequenzen, ist dieses Muskelgedächtnis elementar wichtig. Aber nicht nur das Muskelgedächtnis, auch das Zeitgefühl muss man trainiert haben. Und Zeitgefühl deswegen, wenn ich nur 2 Sekunden habe aus der 45 Grad Position zum Beispiel, aus der Fertigstellung mit 45 Grad, die Waffe in Anschlag zu bringen und einen platzierten Schuss abzugeben, dann ist das sehr wenig Zeit, die man bestmöglich ausnutzen sollte. Wie das Ganze funktioniert, werde ich jetzt, wie gesagt, mit der Airsoft mal demonstrieren, um eben auch, wie ich ja schon mal in einem anderen Video sagte, meinen Fehler, dass ich mit der Waffe zu weit runtergehe, dieses auch rauszukriegen, weil je weiter ich runtergehe, desto weiter muss ich wieder hoch und ich verliere dadurch Zeit. So, wir wollen uns direkt ins Geschehen reinstürzen. Wie gesagt, BDMP-Reglement, wenn geschossen wird, natürlich wäre das jetzt hier mit der Airsoft nicht unbedingt erforderlich, aber ich möchte unter möglichst realistischen Bedingungen das Schießen absolvieren. Das heißt, ich habe meine Basecap auf, ich habe meine Schießbrille auf und ich habe den CED 7000 Shot Timer dabei. Ich habe die Intervallserien eingestellt, 6 Wiederholungen zu je 2 Sekunden, in denen jeweils ein Schuss abgegeben wird. Wir legen gleich los. Ich habe das Airsoft-Magazin mit 6 Schuss geladen. Ich habe den Timer, wie bereits erwähnt, eingestellt auf 6 Intervalle zu je 2 Sekunden, in denen jeweils ein Schuss abzugeben ist. Wollen wir mal loslegen. So, wichtig bei der ganzen Geschichte ist natürlich auch, dass ihr den Timer so einstellt, wie es auch im Wettkampf der Fall ist. Meiner Meinung nach oder meines Wissens nach ist die Vorlaufzeit 5 Sekunden ab Startsignal und mit einem 5 Sekunden Edge zwischendrin. Das heißt, die Pause zwischen den Intervallen beträgt jeweils 5 Sekunden. Und Start. Wie ihr seht, keine Hektik, kein Stress. Ruhige, gleichmäßige Bewegungen. Eine Kunst ist es, und da hängt es bei mir sehr, sehr häufig, diese Zeitabfolge reinzukriegen. Und deswegen ist dieses Training damit so hilfreich. Die Zeitabfolge, damit meine ich, ich gebe meinen Schuss ab, ich halte ca. 2 Sekunden nach, gehe mit der Waffe langsam runter und wenn ich die 45 Grad erwischt habe, sollte normal der nächste Intervall schon direkt kommen. Wir probieren das nochmal. So, wir resetten gerade den Timer. So, und los geht's.
Das war schon wesentlich flüssiger als der erste Durchgang. Das ist eine Variante des Trainings. Aber der BDNP bietet ja mehrere Disziplinen an, nicht nur PP1, sondern wir haben zum Beispiel auch PP3 und PP4, wo wir eine ungleiche Intervallzahl haben. Ungleich deswegen, weil wir drei Intervalle mit jeweils 2 Sekunden und maximal 2 Schuss je Intervall haben. Das heißt, wir haben eine ungleiche Zahl an Schuss, 5 Schuss, haben 3 Intervalle. Das heißt, ich muss mich entscheiden, wann ich den Einzelschuss abgebe und wann ich die Doubletten abgebe. Das wollen wir mal kurz trainieren. Mein normaler Rhythmus bei PP3, PP4 in dieser Intervallserie ist 1-2-2. Ich kann mir ja aussuchen, ob ich 1-2-2, 2-1-2 oder 2-2 einschieße. Diese Zahlenfolge bedeutet, 1-2-2 bedeutet, der erste Schuss ist ein Einzelschuss, dann 2 und nochmal 2. 2-1-2 wäre erst eine Doublette, dann ein Einzel, dann eine Doublette. Und 2-2-1 wäre 2 Doubletten und dann ein Einzelschuss. Das kann sich jeder Schütze selber aussuchen, in welcher Reihenfolge er schießen möchte. Wir legen mal los. So in etwa würde das aussehen. Ihr seht, mit Hilfe eines Shot-Timers oder für den heimischen Bereich reicht eigentlich auch die PPC 1500 App für die Smartphones, kann man dieses Thema Intervallserien wunderbar trainieren. Ich kann das Muskelgedächtnis aufbauen und ich kann mein Zeitgefühl dahin konditionieren, dass ich diese 2 Sekunden oder 3 Sekunden, je nachdem, was für ein Wettkampf das ist, mein Körper darauf sich einstellen lassen, um eben ohne Hektik, ohne Stress an diese Serien herangehen zu müssen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, meine ersten Wettkämpfe in diesen Disziplinen, wie hektisch ich geschossen habe. Da geht die Waffe hoch, zack, das war keine Ruhe dabei, keine Entspannung, das war Stress pur. Mit der Zeit und mit dem Training kommt man damit in die Ruhe rein und das ganze Thema wird flüssiger, angenehmer und die Ergebnisse lassen dann für sich sprechen. Ich hoffe, es hilft euch weiter. Wie gesagt, ich persönlich finde diese Lösung mit einer Airsoft-Pistole, egal welche, Hauptsache man hat mit Gas oder elektrisch keinen Federdruck, in dem heimischen Bereich, um das Training aufzulockern und gewisse Bewegungsabläufe und Trainings in Muskelgedächtnis umzuwandeln, macht auf jeden Fall Sinn. Es wurde die Frage gestellt, warum man das nicht trocken trainieren kann. Nun, das möchte ich euch auch ganz kurz zeigen anhand meiner Glock 17. Beim regulären Trockentraining, wenn ich jetzt hier meine Glock 17 nehme, gehe ich in Anschlag, ich gehe hoch, zack. So, und das war's. Natürlich muss ich das auch trainieren, weil ich mich ja hier an diesen Abzug, der durchaus anders ist als der Abzug von der Airsoft-Pistole. Ich muss mich daran gewöhnen. Aber die Problematik ist, wenn ich jetzt einfach mal den Timer einstelle und ich möchte jetzt PP3 oder PP4 damit trainieren. Ich zeige euch jetzt mal, was ich meine. So, Waffe ist startklar, sie ist nicht geladen. Ja. So. Und Start. Ihr seht, ich kann zu Hause eine Doublette hiermit überhaupt gar nicht trainieren. Das liegt daran, wenn ich nicht den sogenannten Reset-Trigger mir besorge oder ein spezielles Trainingsmagazin, das eben das System immer wieder in den Zustand versetzt, dass ich den Abzug betätigen kann, funktioniert nicht, weil ich jedes Mal neu durchspannen muss. Selbst mit einer Double-Action-Single-Action-Waffe funktioniert das nicht wirklich, weil ich jedes Mal, um realistische Bedingungen herzustellen, den Hahn wieder spannen muss. Aus dem Grund sehe ich natürlich klassisches Trockentraining selbstverständlich. Ich muss mich an den harten, kratzigen Abzug der Glock oder einer anderen Waffe gewöhnen. Aber wenn es darum geht, ein reines Muskelgedächtnis aufzubauen, bei dem ich alle Bewegungsabläufe inklusive Zeit in Fleisch und Blut übergehen lassen will,
dann kommt man, glaube ich, um eine Lösung, eine Airsoft-Waffe oder eben spezielle Trainingssysteme wie einem Reset-Trigger oder diesem Trainingsmagazin nicht herum. In diesem Sinn, ich wünsche euch viel Spaß dabei und die Airsoft-Waffen bekommt ihr von Umarex in jeder Vertretung von Umarex und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß dabei. Bis dann.